Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls 1 Remastered. Ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Also ich hatte die ersten 5 Folgen ziemlich am Stück aufgenommen fast. Und ich muss auch sagen, dass jetzt zum Beispiel ich noch gar nicht auf irgendwelche Kommentare eingehen kann in dieser Folge. Denn die erste Folge kommt erst heute. So. So viel dazu. Also, mal kurz gucken. Ah ja, guck mal. Die sind auch alle hier, das ist schön. Dann holen wir uns mal kurz, genau, hier, die ganzen Seelen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind, aber ich denke, es war in die Richtung hier. Da war der Schweif, genau. Hier ist jetzt, glaube ich, genau, warte mal, wie macht das nochmal? Ich muss mich nochmal so ein bisschen reinfinden. Also ein bisschen Nachsicht. So, hier war noch einer, ne? So, und den kann ich ja runtertreten. Moment. Hoppala. Ich wollte den runtertreten. Ei, 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 ei. Hoppala. Okay. Ah, verdammt. Ich habe jetzt so viel Outlast gespielt. Muss man mal gucken. Ah, hier so geht die Estus. Aber wie benutze ich die Estus? So nicht. Wie ging das denn jetzt nochmal? Das kommt davon, wenn man zu viele neue Spiele spielt. Laufen, ja, ja. Kamera, ja, ja. Waffe. Bestätigen. Benutzen, R. Ah, so war das, genau. So, und da vorne waren, soweit ich weiß, Ratten. Und mir wurden auch schon ein paar Tipps überhaupt zum Spiel gegeben, obwohl ich noch, ja, nicht wirklich Folgen hochgeladen habe. Ich guck mal, was ich umsetzen kann von den Tipps, die ihr mir schreibt. So, die zweite Ratte bitte einmal. Ah, nicht runter! Also, ah, ja. Vergiftung, shit! Das ist nicht gut. Die brennt. Aber gar nicht so viel. Wobei es geht. Wenn man sich den beiden anguckt, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe kein Gegengift. Das heißt, ich wurde jetzt auch zum ersten Mal vergiftet, ne? Oder? Ja. Vorsichtig. Nehmen wir mal eine Estus. Ja, dann können wir direkt wieder zum Leuchtfeuer. Klasse. Ja, das wird es jetzt wahrscheinlich häufiger geben. Ich will versuchen, nicht mehr so viel zu sterben. Wo komme ich runter? Hier war das. Wie gesagt, ich will versuchen, nicht mehr so viel zu sterben. Und, ja. Dementsprechend tasten wir uns jetzt ein bisschen mehr langsamer ran. Also, okay, das kann ich nicht. Was habe ich denn noch für Items? Goldharz, Totenschädel. Okay, gar nicht mehr so viel. Gucken wir mal kurz in die Ausrüstung. Warte, hier. Wir haben einen schwarzen... Was ist das? Lebewohl-Kristall. Phantomverband nach Hause zurück. Okay, Nachricht verfassen. Ja, ja, den habe ich mir gekauft, weil ich eigentlich mal eine Nachricht schreiben wollte. Habe es aber verballert. Standardwaffen plus 5. Standardwaffen plus 14. Krass. Und hier haben wir so ein paar Schlüssel. So, da waren noch ein paar Schwerter, aber ich habe noch gar nicht gefunden, wie man Sachen verkaufen kann. Geht das überhaupt? Können wir zum Goblin-Dingens rüberlatschen. Und mit 1200 habe ich nicht genug Bolzen. Ja, okay, okay, okay. So, hier haben wir noch so ein paar Höhlenkrieger-Gedöns. Oh, die Höhlenkrieger-Dingens ist ja stärker. Warte mal. So, wenn ich jetzt den habe, der hat 23, 20, 14, 16. 24, 16. Aber was ist das für ein Ding? Und der wiegt auch mehr. Da bin ich wahrscheinlich langsamer, ne? Ich denke nicht, dass ich hier von irgendwas wechseln muss. Gut, dann gehen wir mal zu dem Händler runter. Aber erstmal. So nicht. So. Wo schlägst du denn hin?
So. Ein Rundschild. Klasse. Brauche ich nicht. Na. Genau, mit dem Kurzschwert mache ich jetzt, ist glaube ich ein Kurzschwert, ne? Mache ich die jetzt Two-Hit. So. Nice. Hier sind sie auch so freundlich. Und warten, bis man fertig ist mit dem Abstechen. Es gibt ja Finisher, da ist das nicht so. War das nicht in Skyrim so? Ne, warte mal, in Skyrim warten sie auch. Kannst du jetzt mal hier... Höhlensoldatenhelm, okay. Komm. Entscheid dich. Wir gehen ja nicht nochmal das Parieren. Ah, hab ich verballert. Sehr gut. Das wollten wir sehen. Hä, war es mit meinem Banditenmesser dann nicht besser? Weil mit meinem Banditenmesser mache ich doch 176 mit dem Dingens. Also ich habe jetzt rein im Schaden verglichen. Und rein im Schaden verglichen ist das, sollte das Schwert hier besser sein. 122. Ich habe so gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ob das richtig ist, ob das falsch ist. Also mit dem Kurzschwert. Aber. Ja. Ja. Ah, Scheiße! Ich wollte dich nicht angreifen! Fuck, ich dachte, man skippt! Getrocknete Finger und Menschlichkeit. Ushigatana. Scheiße, ich hab meinen einzigen Händler abgemurkst. Und ich kann das auch nicht laden. Das ist jetzt sogar, ja, ist geschehen. Ja, Pech gehabt. So, was macht das Ding? Ushigatana. Ja, ich habe hier doch eine neue Waffe gefunden. Wo ist denn das? Da, 90. 90? Kann ich das tragen? Kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Aber was brauche ich denn dafür? Status umschalten, Gegenstand ablegen. Warte mal, wo steht das? Kann man das hier nachgucken? So, hier. Status umschalten. Benutzen, ablegen, Rangfolge ändern. So, was ist denn, wenn ich das... Und wenn ich das in zwei Hände benutze? Warte, das war F. Nee. Was brauche ich denn für Werte für dieses Schwert? Weil das ist gut. Also besser als meins, aber Gewicht 5. So, das hat Gewicht 2. Das hat Gewicht 1. Vielleicht steht das in den Statusdingern drin? Warte mal, Erläuterung. Oh, kann ich das auch in den Schwertern machen? G. Nee, kann ich nicht. Stärke, zum Führen mächtiger Waffen, starker Waffen und... Jetzt habe ich so ein Schwert, was ich nicht benutzen kann. Das hat 80 Haltbarkeit. Anzeige umschalten. Ah! Gewicht 5. Ich brauche 14 Stärke. Hier, guck mal, da steht es. Oh! Oh! Oha! Warte mal, jetzt ziehen wir mal das an. Oha, warte mal. Ich lerne durchs Machen. Also, was hat der hier? Kritisch. Ah, der hat einen viel höheren kritischen Schadenswert. Hm? Schadensreduktion. Aber mit dem Kurzschwert ist man ja zusätzlicher Effekt. Was bedeutet das? Aber der hat einen Zusatzeffekt und der nicht.
Ja, okay. Toll. Natürlich mein einziger. Wo finde ich denn jetzt noch einen Händler? So ein Dreck. Mann. Ich würde eigentlich gern laden, aber das geht nicht. Okay, also wir brauchen, wie es aussieht, doch Stärke auch. Nicht nur Geschick. Dann gehen wir wieder nach oben und ich bin jetzt ein bisschen mad, also ein bisschen hart mad. Dass ich da. Wir brauchen einen Honk. So ein richtiger Volldepp. Meine Herren, du. So. Stechen wir mal ab. Okay. Jetzt bin ich mir 100% sicher, das Banditenmesser ist besser. Das kann ja gar nicht sein. Ausrüstung wählen. So, Banditenmesser. 100% sicher. Weil mit dem Banditenmesser habe ich die ja immer gewonnen. Kommst du bitte hier rüber? Hier vorne. Hallo? Ja. Danke. Weg mit dir. Okay. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr mich drüber ärgern. Er ist tot. Aua, Mann! Blutfleck berühren? Oder hat aber einer eine zu schwere Waffe? So, und hier rechts war noch eine. Fletch, 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 Schlitz! So. Und beim letzten Mal, wo ich hier hochgegangen bin, habe ich was falsch gemacht. Da war ja so ein dicker, so ein dickes Teil. Wobei, habe ich was falsch gemacht? Ich habe eine Menge falsch gemacht, glaube ich. Aber, ja. Warte mal, hier oben. Den habe ich doch schon gekillt, ne? Geh mal eben hoch. Hier war ja ein so ein richtig fetter Sack drauf. Und der hat sich hinter mir in den Tod gestürzt. Also, der hat mich umgeholzt und ist mir dann in den Tod hinterhergesprungen. Auf der Brücke. Unter der Brücke. So, hier ist nichts. Da ist so ein Dude. Kommst du mal eben runter? Ja, ja, genau. Danke. Muss mal gucken, ey. Ich brauche einen neuen Händler. Und das Schwein ist nicht wieder da. Ich habe das ja mit der Dingens abgeballert, mit der. Sag mal schnell. Bei der Armbrust. Ohne groß drüber nachzudenken. Und, Sekunde. Ne. Ich habe ich gehört. Mit der Armbrust habe ich das abgeballert, aber eigentlich hätte ich das nicht machen sollen. Denn wahrscheinlich hätte man mit dem Lockschädel das da gegen das Tor rennen lassen können. Weil ich habe ja so einen Lockschädel gefunden da oben. So. Dich locke ich mal eben runter. Damit die Armbrustschützen mich nicht gleich wegholzen, während wir hier ein bisschen am Kämpfen sind. Kommst du mal eben? Ja, ja, noch ein bisschen runter. Ein kleines Stück noch, ja? Ein bisschen. Sehr gut. Aber ich komme nicht durch den Gang durch. Ja, dann müssen wir noch weiter runter. Schießen die bis hier hinten? Ne, bis hier hinten schießen die nicht. Okay. Ja, komm. Komm. Komm her. Komm her. Es fühlt sich gut an, wenn man ein Spiel spielt, wo man sich wehren kann. In Outlast kann man sich ja nicht wehren. Oder konnte man sich nicht wehren? Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden das Spiel hat. Was ich weiß ist, ich habe wahrscheinlich etwa die Hälfte jetzt bisher geschafft. Stand jetzt. Wir haben noch Oktober. So, jetzt muss ich die beiden Dudes da irgendwie machen. So, Baller, Baller. Baller. Baller.
Mist. So, warte mal, wir müssen mal hier vorne hin. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Dankeschön. Nice. Nice. Die hat eine Estus gesoffen. Frech. Wo bin ich da unten schon ran? War ich da unten schon? Ich weiß es nicht. So, da steht ja einer am Tor. Jetzt gucken wir uns mal um. Erstmal trinken wir eine Estus. Dann wieder voll. 3200. Nee, das reicht noch nicht. Wir wollen ja auf 14 Stärke, dann können wir wenigstens dieses Ushigatana tragen. Versuch's mit Springen. Auf keinen Fall. So. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Da muss ich doch wieder nach unten. Moment. Hier vielleicht was? Nein. Ist nichts. Okay, dann gehen wir runter. Vier Estus. Das sollte doch okay sein. War hier nicht was im Gang? Ja, der da, ne? Und der ist weggerannt und dann sind seine Kumpels da. Hinter den Ecken. Wenn ich mich nicht vertue. Da. So, da links um die Ecke und rechts um die Ecke. Ganz schöne Frechdachse. Na, fuck! So. Und 20 Seelen geben die Penner nur. Kommt ihr runter? Nein? So, der ist erledigt. Der auch. Oh, da ist ja noch einer. Flatter, flatter, flatter. Ach, dieses rote Flämmchen da oben bedeutet immer speichern. So. War ich hier noch nicht? Geheimschlüssel. Oha, ein geheimer Schlüssel. Na, wo der wohl hinführt? Ich will da hochklettern. So, wie konnte man nochmal mit Steuerung? Nein, wie konnte man nochmal gehen? Man konnte gehen. War das Leertaste? Nein. Alt? Mit Alt konnte man gehen. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich nicht... Ich hab's geschafft. Beim letzten Mal habe ich mich nicht getraut. So, hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, waren wir schon. Doch, waren wir. Waren hier nicht noch irgendwo Dudes? Ne, da war der Nebel. Genau, durch den Nebel bin ich da durchgegangen. Ich meine, ich bin durch und da stand so ein Fetter und dann bin ich wieder umgedreht. War das nicht so? Ich glaube, das war so. Gehen wir mal ruhig. Ne, ist hier nix. Moment. Das schreit nach Hinterhalt hier. Wir gehen da lang. Wir gehen hier lang. Hi. Hey, hey, hey. Pass auf, ja? Damit kannst du ein Auge ausstechen. Na, piek's mal.
Bam. So. Ah, wir sind jetzt hinterm Tor. Nice. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Warte mal. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einen Clip aufgenommen. Das war keine Absicht. Ich glaube, wenn wir ganz vorsichtig zu dem Duder gehen, ich meine, wir können hier abhauen, hoffe ich. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Jesus, das war, glaube ich, eine dumme Idee. Sekunde. Wieso kann ich nicht rennen? Fuck, 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 fuck. Oh, oh. Nice. Kann ich das hier, der ist ja schon ziemlich Belastung. Na, warte mal, kann man nicht hier... Sekunde mal eben. Nein, da, ja. So, hier. Das hat ja nicht mehr so viel Haltbarkeit. Wie kann ich das denn jetzt reparieren? Habe ich was zum Reparieren? Ich glaube, mein Messer macht, glaube ich, nicht mehr so viel Schaden, weil es ein bisschen kaputt ist. Entschuldigung. Ah, guck mal. Der letzten Rast zurück, rückt Finfiantus näher. Menschlichkeit und regeneriert TP. Oh, krass. Nur zusätzlicher Estus ist das also. Hier ist nichts. Ich glaube, mit etwas Pech müssen wir das Kurzschwert erstmal benutzen. Ging nicht. Ich denke nämlich, das Banditenmesser, das macht nicht mehr so viel mit. So. Nehmen wir das Kurzschwert. Und gehen wieder los. Ja, deutlich weiter gekommen als vorige Folge. Da sind wir ja schon mal dahin gegangen. Und da habe ich den, glaube ich... Aber wo war der denn? Ich habe den ja schon gesehen gehabt. Ich kannte den ja schon. Also die Statur von dem Moped. Bin ich da hingegangen? Hä? So, jetzt aber. Na also, ich dachte doch schon, hier ist was nicht richtig. So. Jetzt machen wir wieder hier. So, den zweiten Eimer. Komm mal ran hier. Komm. Näher. Ei, ei. Ah, fuck. Ich will... Das gibt's doch nicht. Das Treten geht nicht. Hä? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Los, runter.
Genau. Mir fällt gerade was ein. Müsste das nicht... Da. So. Ich brauche 10 Stärke. Die habe ich nicht. Das heißt, ich kann den Ritterschild auch nicht tragen. Okay. Hätte ich mal die Stärke mitgenommen erstmal. Kommst du einmal bitte? Jetzt Ritter, klar. Vorhin wollte er nicht treten. Ja, klar. Ich raff's nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Egal. Gehen wir nach oben. Vielleicht ist es mit dem Controller intuitiver. Aber wie gesagt, ich habe keinen. Nur ohne spielen. Komm ran. So. Jetzt haben wir hier rechts noch den einen Dude. Warte mal, kommt der jetzt von oben? War das Guts oder was ist da los? Junge, der trägt ja ein Riesenschwert. Komm ran. Ich steh doch 100% hinter ihm, was soll denn das? Frechheit. Ich denke nicht, dass ich jetzt einfach durchlaufe. Hui, Bolzen. Meine Überlegung war gerade... Eieiei. Alter, wie weit schießt der? Krass, ich habe zwei im rechten Bein, habe ich zwei Dinger drin. Meine Überlegung war gerade kurz, dass ich durchlaufe, aber der Nebel ist ja nicht sofort da. Ich muss ja erst noch das ganze Ding hochklettern. Das heißt, die können mir alle hinterher rennen. Kannst du jetzt mal bitte rankommen? Deine Kumpels schießen die ganze Zeit von hinten. Ich will nicht da hoch. Komm. Jetzt komm. So. So. Ausdauer! Ja! So. Gehen wir wieder nach oben. Den einen von der Plattform hier holen. Ja. Da ist auch ein... Ah, das ist auch so ein lahmes Stück. Komm. Ja, los, komm. Hoppala. Na, komm, komm, komm. Stich schon zu. Nice! Perfekto. So. Wie schnell schießen die? Also diesmal bin ich nicht so fluffig durch. Komm, fall mal runter. Nice. Letztes Mal war ich ein bisschen fluffiger. Ja, dann brauche ich die Estus Flakon auch nicht dahin packen. So, dann komm mal kurz. Ja, ja, darauf fahren wir nicht nochmal rein, du. Hey! Dankeschön. So. Komm mal runter. Oder du, ist auch okay.
Trotzdem noch 3 Schläge. Okay. Na los, komm. Ei! Da hat jemand die Glocke geläutet. Der Unterricht ist vorbei, Jungs. Ab in eine Mensa. Mittagspause. So. Du bist... Ah, verdammt! Ich will nur mein verlorenes Gut von oben zurückholen. Ist das genehm, bitte? Weil mit den 3,5, die ich da habe, dann müsste ich ein bisschen Stärke skillen können. Ich brauche ja, wie es aussieht, auch Stärke. Ui, das wird jetzt aber knapp. Aber ich habe da noch einen Trick. Wieso One Touch? So, und zwar, ich habe doch hier... Wo ist es denn? Sollte nur mit äußerster Vorsicht angefangen... Ja, den werde ich ganz sicher nicht benutzen. So, Menschlichkeit benutzen. Ein. Nice. Ach, der Nebel ist dann weg. Oha. Fünftausend. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit zurück zum Leuchtfeuer. Hallo. Mann. Ist der am Nerven. Komm ran. Und jetzt aber. So. Schön das Schwert in den Rücken. So. Wir haben jetzt keinen sonderlichen, wie nennt man's? Keinen sonderlichen, Missionsfortschritt? Unsere Mission ist, da hinten auf den Turm zu kommen. Aber damit wir auf den Turm kommen, müssen wir auch genug Items haben, beziehungsweise genug Stats haben, dass wir die ganzen Gegner auch wegplätten können. Ich habe mich erschrocken. Und weil ich so, weil das Spiel noch so neu für mich ist und ich nicht so gut da drin bin, brauchen wir halt deutlich bessere Stats. Und die bekommen wir gleich beim Leuchtfeuer. Ja. Nice. Vor allem, ich bin nicht der Einzige, der hier stirbt. Hier sind ständig Blutflecken, ja? Wahrscheinlich auch mal welche von mir, aber... Das ist egal. Also, wir müssen da lang. Und runter da. So. Dann haben wir jetzt in der Folge nicht viel Fortschritt gemacht, wie gesagt. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir ja den Ritterschild angelegt. Leider haben wir ja den Händler verkackt. Also ich habe ihn leider umgeholzt. Unabsichtlich. So, 11 Stärke. Ziel ist 14. Wir brauchen ja 14 für dieses neue Schwert, ne? Wie hieß das nochmal? Warte mal. Gucken wir mal. Ushigatana. Zu schwach, um die mit beiden Händen halten. Oh! Oh! Ey, komm, dann können wir das ausprobieren. Nicht der. Der. 149, okay. Nicht so viel wie das Banditenmesser vorher. Aber. Oha. Und ist schnell. Krass. Ich glaube, das ist gut. Ja gut, ich wollte noch was machen, und zwar... Das Zielschild können wir jetzt gegen das Ritterschild austauschen. Ja, ich weiß, dass ich noch zu schwach bin. So, alles gut. Meine Güte, stellt er sich an. Aber, mit dem Schwert sollten wir doch besser zurechtkommen jetzt, ne? So, wie viel brauche ich, damit ich das in einer Hand... 14. Aufsteigen. Wie viele Seelen wären denn das?
Ich rechne jetzt einfach mit 2500 plus 2800 plus 3200. Das wären dann 6000, 8500 Seelen circa. Dann habe ich die 14 Stärke und kann mit Ritterschild und Ushigatana rumlaufen. Nice, ja gut, hier machen wir Feierabend. Es gibt eine neue Waffe, eine kleine neue Waffe. Und nächste Folge, ja, ich denke mal, es wäre sinnig, wenn wir Seelen farmen, oder? Mal gucken, ich würde also sagen, wir kämpfen uns wieder oben den Dingens durch da. Durch den, durch diese Gänge. Und schauen wir mal, ob wir diese Ritter nicht plätten können. Ich weiß nicht, warum der, als ich vorhin da war, nicht abgestochen hat. Aber gut, passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, Dark Souls kommt genauso gut an wie Outlast. Ciao.